Jetzt haben wir gerade gesehen, wir haben für Bacher schon alles freigeschalten. Das heißt, wir könnten einfach mal die Story durchspielen. Stuntdriver, Titan, hört sich doch interessant an. Ich warte schon eine Weile darauf. Das ist das Schaurennen, das ich schon immer mal machen wollte. Wir sehen uns da. Schaurennen sind geil. Die haben es echt geil inszeniert. Oh mein Gott, schon wieder da hoch. Was der sich eins auf die Fresse legt, das Auto. Hey, Pacha. Ja, Router ist für mich da, will ich. In 200 Metern links abbiegen. Bums, verlaufen. In 100 Metern rechts abbiegen. Immer noch hoch. Komm, kämpf! Zielkrücke auch nochmal. In welche Richtung muss ich hier? Lass mal kurz gucken. Ja, dann folgen wir jetzt hier der Straße. Route wird neu berechnet. Schaurennen, der Buggy und das Biest. Du hast dein Ziel erreicht. Ui. Oh, der. Nein, nicht der, oder? Der ist nicht der, den ich meinte. Egal. Sieht lustig aus. Den muss ich fahren. Buggy und das Biest. Okay, du gegen ein paar monstermäßige Trucks. Das wird genial. Yay. Ein Monster Truck.
Und was los? Zwei von denen ist. Also das Fahrgefühl, wenn man so zwischen den Monster-Trucks fährt, das ist schon geil. Da kann man nicht meckern. Shit, habe ich nicht hingeguckt. Aber null. Brain AFK hoch 10. Jo. Damas y caballeros, da sind sie! Zwei furchteinflößende Monster und ein mutiger Held, der sie beide besiegen will. Dem gewinnen wir tolle Preise. Wer kann sich durchsetzen? Wer, meine Freunde? Wer? Wenn sie mich nicht lassen, echt nicht? Ernsthaft? Okay, geskriptet. Ah, gut. Du hast es geschafft! Natürlich hast du das. Ich wusste, dass du es schaffst. Darum habe ich für deine Belohnung noch eine Horizon-Premiere vorbereitet. Wie wär's mit einer Siegesrunde darin? Wie ist es, oh mein Gott. Ah, ich hab doch meinen... Oh ja. Yeah. Das ganze Stadion ist bereit, aber sie sind alle hier, um dich zu sehen. Ich oh. Eine Show. Okay, die Lenkung ist natürlich arg. Damas y caballeros, ich glaube, das Monster hat Hunger. Hunger auf Donuts! Juhu! Irgendwas Tolles. Der größte Superstar von Horizon hat endlich auch das größte Auto. Wow. Los, los, los! Also das mit der Runterfahren fand ich immer. Höre Bowlingpins, bla 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 bla.
Suche 5 unklimatierte Sprungfähigkeit aus. Das ist einer? Das war einer. Bösen Kaktus. Oh geil. Ja. Ist der Kaktus? Na, nochmal. Was? Beendet eins? Haben wir was gemacht? Nur der Einzige. Ja. Es hat geklappt! Unglaublich, dass das geklappt hat! Und das ist perfekt, denn unglaublich bringt Fans. Fans bringen Hype. Hype bringt Erweiterung. Alles läuft nach Plan. Kohle auf gut Deutsch. Okay. Einige Preise, die ich mal wieder abholen könnte. Was zum? Ah, jetzt bin ich da an dem Fußballding. Okay, Park? Ein weiteres. Okay. Muss ich noch mehr bekommen haben? Wheelspin, 2 Stück, ja, machen wir. Der alte Porsche, okay. Oh ja, Baby. Das ist eins der geilsten Autos, die es gibt. Vielleicht nicht im Game, keine Ahnung, aber das Ding. Habe ich da noch nur zwei weitere? Ah ja, klar, der Turbo und jetzt der AMG. Ich glaube, den will ich gleich mal wechseln. Zwar umgetunt jetzt, aber Mercedes, wo bist du? Ah, das ist Mercedes. Ja, einsteigen. Ja. 6x6, das ist einfach. Ja. Ein kleiner Lastwagen. Aber passt zu den Rennen jetzt. Schauen wir mal. Ah, das ist, glaube ich, nur ein Rundkurs, oder? Zum Alter echt am Arsch der Heide. Sieht doch lustig aus. Aber ob wir den noch tunen können. Ja, Fuhrpark. Gucken wir mal, ob es für den schon was gibt. Obwohl wir 606 am Tag können. Warum? Wo ist der? 3100, 3041. Rennen, Rallye, Offroad, Allwetter, ja klar, Allwetter, bitte. Bessere Platte, muss schon schlechte. Handling. Ah, der ist weiter, ne?
Okay, nehmen wir den. Hundertdreißigtausend. Muss echt langsam wieder Kohle machen. Irgendwie haben wir nicht ganz rausgefunden, wie man schnell an Kohle kommt. Ah, jetzt hat er ein bisschen Fupf. Ah, wir wollten eigentlich die Geschichte weiterspielen, ne? Ah, ja, Geschichte. Ist gut. Geschichte. Werde zum Stuntrubber einführen. Zeit für ein Abenteuer. Wohin geht's als nächstes? Großartig. Sie filmen den neuen Vanguard Force-Teil und der Star Frankie Borman fragte nach dir. Ich glaube, zwei Gereien sind euch nicht sonderlich ähnlich, wieso? Aber Frankie scheint echt deine Hilfe zu brauchen. Sie ist ja immer ein bisschen reiner und so. Oh, fährt sich schon ganz anders. Mit dem Tuning. Alle die Weiche. Mit dem. Ah! Das ist ein Auto, der will schon einfach gar nicht auf der Straße fahren. Zwischen den Felsen durch zur Ausnahme. Und zur Ausnahme. Ja, das Ding. Einmal Mexiko zerstören, hm? Dieser eine Typ hat mir erzählt, dass eines der berühmtesten Filmautos der Geschichte irgendwo in Mexiko in einer Scheune herumsteht. Was denkst du? Klingt für mich. Ja, das will ich auch gerne noch machen. Suche. Story ist mir eigentlich recht cool. Ah, aber die Sanddünen, das ist ja... Du hast dein Ziel erreicht. V10, Start. Was zum? Okay, man merkt, dass ich echt die Horizon-Serie nie gespielt habe. So viel kuscht. Wow. Wie ein Blick in den Spiegel. Ja, oder? Ich meine, das perfekte Stunt-Double ist doch ein Zwilling. Du meintest, du willst Fahrstunden. Dann steig ein. Fahren wir. Da ist dieser neue Film. Vanguard Force Tech. Hat mal wieder nicht den Controller in der Hand gehabt. Im letzten Teil bin ich ein paar Stunts gefahren. Der Regisseur will, dass wir unsere ganzen Stunts selbst machen. Ich muss also ziemlich gut werden. Du hast die Messlatte ziemlich hochgelegt. Die Stunts selbst machen? Hm? Ja, mal sehen, was wir machen können. Das ist der Stockholm-Slide? Zum, was will der?
Petri hat schon angefangen. Es ist zwecklos. Ich überzeuge Victor Garcia Hernandez nie im Leben als Fahrer oder seriöser Schauspieler. Ich hab da so eine Idee. Es besteht hier ja eine gewisse Ähnlichkeit. Wie wär's, wenn wir niemandem was sagen und... du eine gewisse Ähnlichkeit. Das Fahren und ich ist das klar. Schauspieler? Ich denke, das kriegen wir hin. Okay. Drei Sternchen, das ist gut, aber... Ich dachte, das wäre Story, was wir hier weiterspielen. Bei mir gibt's gleich ein Start. Schnappt euch das Kostüm und... Okay, alles mit Drehstuhl ist jetzt eben dieses V10 zurück. Okay. Kein Problem, alles gut. Sind da die Bühne gewesen? Kader. 12 von 12 Explosionen, das bringt mir grad nix. Alles gut. Ach nee, mach nochmal zu, nochmal Abenteuer. Also V10 ist wirklich hier die Dinger dann machen. Das große Finale ist Gravel Islands. Dann ist schon wieder gut. Keine Ahnung, was ich mache. Absolut. Ich sag Alex, dass der Titan klar geht. Kaum zu glauben, aber das ist so ziemlich alles, was mir zu Horizon Wilds einfällt. Du hast es geschafft. Das werde ich. Ja. Ich habe gerade erfahren, dass du den Titan genehmigt hast. Ja, oh, das wird ein Spaß. Wir sehen uns dort. Wow, Titan. Das ist cool, das ist ja alles doppelt. Abschreckend. Kein Thema. Ah, ich sag mal, warum nicht mehr auf die Karte. Apropos, ich fand's cool, man kann's einstellen, die Karte, gell? Weshalb's irgendwem schon aufgefallen ist, aber... Außer dass ich hier im Scheiße rumholst. Ich konnte alles mehr in mein Blickfeld rücken. Das heißt, ich kann das richtig geil anpassen, wo alles ist. Auch für meinen Ultra-Wide-Screen, was ich jetzt richtig geil fand. Das sind so kleine Features, das macht es einfach 10-mal einfacher. Komm, komm, komm. Mein Gott, wenn ich das so höre, der arme Motor. Ja gut, da hatte ich auch ein Ding und bin gestorben. Auge bin ich gestorben wegen der Black. Coming in progress. Ja. Die Tafel, was da schon steht. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Okay, wieder am Vulkan, aber. Hm? Erreicht. 26,7 km von der Spitze lag. Okay, das wäre ja fast was für eine eigene Folge, Kinder. Alles ganz toll. Ja, ich würde gehen. Ja, und am Abend ein Plus.
Also. Das ist natürlich mehr von denen im Land. Der Titan. Okay. Wir dieses Querfeld einprogrammieren mit einem echten Knaller. Ich brauche vielleicht 20 Spieler. Aber jetzt machen wir 90. Lass uns da. Ja, lass uns hier im Team spielen. Oh mein Gott. Okay. Bis später, Colin. Ja, bis später, Colin. Hallo? Gegner wieder. Also, definitiv zu doll abgebremst. Jetzt dadurch. Bälle, Tor, whatever. Fuck. Nie weiter links. Einfach mal alles gut. Also bei dem ist die Handbremse gar nicht so verkehrt zu nutzen, weil er fängt sich recht schnell wieder. Soll ich sagen. Also hier war kurz die Handbremse, damit er besser einlenkt. Das war echt. Und hier jetzt auch. Die Steuerung selber ist extrem träge. Ja, die Handbremse wirkt da Wunder. Ja, seht ihr? Der bricht nicht gleich und sofort weiter. Ach, richtig geil. Hilft er nur.
Das auch, das war eine Lenkung mit der Handbremse. Na, so über dem Autolöcher. Echt angewöhnt. Das war die Hälfte der Strecke. Die Hälfte. Holla die Waldfee. So, nach der Strecke ist definitiv finito. Aber mittendrin unterbrechen kann ich jetzt auch. Jetzt kann ich. Die Sprünge finde ich richtig geil bei diesem Überlandrennen. Nein, schon wieder, Jung. Na. Ja, da kommen sie. Ist mir klar. Immerhin konnte ich so einen Fehler raus machen. Aber ja, schon los. Ey, wir sind schon über ein Viertel vor uns. Überall durch. Ich glaube, so richtig im Dschungel waren wir noch nicht. So durch. Thank you.
Ey, 95%. Hast geschafft, dann. Mit dem Auto. Aber der 9 Minuten 18. Ich sag mal nichts dazu. Ja, fortsetzen bitte. Und was gibt's? Ja! Wie kann man Querfeld Einrennen nicht lieben, wenn man so schön. Was für ein Ford gibt's auch so? 6? Okay. Querfeld Einsiege. Donnerwetter! Machst du das mit allen Rennkoordinatoren oder nur mit mir? Allen. Oh mein Gott, bitte nicht die Hände. Ein Ford Transit von 1965. Okay. Nicht gerade der Königsakt, den ich gerne hätte, aber. Nichts hält uns jetzt noch ist auf. Okay. Ich bereite das nächste Horizon-Abenteuer für dich vor. Ja, bereite du mal vor. Und ich sag mal, ciao.